Hallo Leute und herzlich willkommen zu Let's Play Together Borderlands mit mir, dem Shadox und dem... Siebel! Okay, so. ja, wir haben einfach mal die Charaktere ausgewählt folgendermaßen. Ich bin eine Sirene und er ist ein... Berserker. Genau, und wir haben uns gedacht, wir Let's Playen einfach mal Borderlands und starten jetzt das Spiel, denke ich, oder? Ja. Ja! Ich bin voll aufgeregt. Brauchst du nicht sein. Ja, also man kann auch was zur Hintergrundgeschichte dieses Let's Plays sagen, und zwar Sibon möchte mit mir schon seit 4 Jahren, glaube ich, ungefähr Borderlands Let's Play. Ja, und nicht nur Let's Play, sondern allgemein auch spielen, weil ich bin großer Borderlands-Fan und habe auch 1 und 2 gesuchtet wie sonst was. Aber es kam nie dazu. Oh ja. So, dieser schöne liebe Claptrap, der zeigt uns jetzt, oder der initialisiert gerade unsere HUD komplett. Das dauert ein bisschen. Juhu. Und dann können wir uns frei bewegen und spielen. Es ist CL4PTP. Also ich persönlich habe Borderlands noch nicht durch. Ich habe es einfach nur ein paar Stündchen mal gespielt, so. Der richtige Pro hier ist Seaboy. Du musst auch sagen, ich bin zurzeit nur am 2 am ganze Zeit zocken. Eins habe ich lange nicht mehr gespielt. Ja. Was man auch sagen sollte, ist vielleicht, dass wir beide mit Controller spielen. Also ja, okay, wir spielen die PC-Version allerdings mit Controller. Also eher mit einem Xbox One-Controller, oder? Ne, mit dem 360. Also mit dem 360 und ich spiele mit dem PS3-Controller. Ja, ich muss noch einen Adapter für die One holen. Ja, die Sache ist halt, wenn du Wireless hast, dann brauchst du halt immer diesen Adapter. So, die Station aktiviere ich immer gleich, so. Und dann mache ich. Können wir uns so einen Charakter bearbeiten. Genau, und jetzt schiebe ich mir alles zurecht. So, ich bin nur noch am Überlegen, genau, wie ich das machen werde. So, ich denke mal so. Und so. Ah, so gefällt mir das. Ich muss ja mit Tastatur schreiben. So, und Namen eingeben muss ich, glaube ich, auch erstmal mit Tastatur. So. Ja. Mache ich das denn? X? So, jetzt. Chardonnay, nee, da muss ich ja schon einen weiblichen Namen haben. Bei dir ist es X, bei mir ist es A. Charlinchen sollte passen als Name, ja. Eindeutig, Charlinchen ist passend. Wow, du bist so groß. Im Gegensatz zu mir wahrscheinlich. Also ich muss ja schon nach oben klicken. Sieht ja richtig gefährlich aus, mein Freund. Was? Hey, ganz ruhig. Beruhig dich. Hast du bei dir auch die Farben geändert für dein Kostüm? Ja, siehst du die nicht anders? Ja, doch, doch. Ach so. Aber ich habe halt, bei mir habe ich alles komplett schwarz. Ich bin halt so ein schwarzer Killer. Ach so. Was wir machen könnten, ist, dass wir hier zu diesem Haus hier gehen. Wieso, was gibt's denn da? Auf dem Dach gibt's eine Waffenkiste. Ach so, und, das. Außenrum gibt's auch immer so ein bisschen Munition, ein bisschen Geld. Ach so, das ist ja am Anfang immer gut. Ja, okay. Bei Borderlands 1 hat man noch das Problem, dass hier verdammt wenig Muni überall ist. Ach so. Und da ist halt immer Munimangel. So, ja. Hier in der Kammer gibt's wahrscheinlich auch was. Ja, ein bisschen Muni. Muni. Kannst du mir gleich mal hier folgen? So, was ist denn? Siehst du, wie man am schnellsten hier drauf kommt. Wieso komm ich hier nicht und hoch? Hier oben. Warte, was habe ich gemacht? Weil du bist gegen mich gesprungen. Was, kann ich Doppelsprung machen? Hier? Nein, nein. Einfach nochmal hochspringen. Wie komme ich nicht hoch? Hä? Liegt vielleicht daran, dass ich größer bin? Hä? Einfach gegen die Wand laufen und springen. Ah. So. Und hier ist halt die Waffenkiste. Ich bin anscheinend viel zu blöd, okay. So. Und was willst du dir direkt schnurren? SMGs sind eigentlich für dich sehr gut geeignet. Für mich wären dann eher Shotguns. Ach so, okay. Das ist halt schon auch mit den so, was ist mit der Pistole da? Ist die direkt eigentlich besser als unsere Pistole? Oder use du überhaupt Pistole? Use ich Pistole? Ich weiß, ja, keine Ahnung, weiß nicht, ne? Ja, ich nehme die halt nur. Pistole sind hier, glaube ich, noch nicht so stark. Halt, wenn schon die seltenen. Ich weiß nicht, konnte man eigentlich besser. Oh, WTF! Ja, Alter, schreie mich nicht so, Mann! Du hast mich voll erschrocken! Hör auf damit! Wie machst du das? Boom! Geschossen. Ach so, da waren Festchen. Ach so, die habe ich ja gar nicht gesehen. Ich habe lange nicht mehr gespielt, da wollte ich wissen, ob die kaputt geht schon. So. Und hier ist ein Skelettkopf. Einfach so ein Skelett. Ja. Also, dann könnten wir eigentlich weiter schon. Ja, wollte gerade sagen, ne? Wie gammeln jetzt rum? Können wir ja bestimmt weitermachen einfach. Ja. Ja. Denke ich auch. Ja, mach bestimmt für mich was. Was? Nix. Kuscheln? Was? Ach so, ja, so. Okay. Dein Leben ist aber natürlich ein bisschen für den Arsch, ne, oder? Ja. Ach, Quatsch, das geht wohl. Oh nee, ich will auch da rein. Oh nee, Captain Ruffin ist hier gleich gelassen.
Pepper ist voll der Verräter. Der hat dann so die draußen gelassen. Ja, ne, wir sind hier alleine mit diesen Banditen. Das geht ja wohl gar nicht klar. Kann man eigentlich schon auf die drauf schießen? Bringt das was? Ne, ne? Ja, eigentlich nicht. Also kann man den Typen eigentlich drauf töten? Ja, sonst könnte man einfach so machen, hast du gesehen? Hm, ja. Doch in der Tat. Ah, jetzt kommst du fucking raus, ne? Ja, ja, ja. Toll. Was? Stimmt. Was? Ich halt so eine Waffe mit der Schlage. Aus. Ich schlage irgendwo mit. Ich sehe es aber nicht genau, weil er so schnell schlägt. Guck mich mal an. Mach mal. Aua. Ich weiß es nicht, um ehrlich zu sein. Jetzt machen wir ein Duell. Warum machen wir ein Duell? Weil er mich nicht ab. Da müssen wir jetzt das Duell vollenden. Ey, du Arschloch! Ey, das zählt nicht! Ich hab kein Vollleib! Das zählt nicht! Ich warte erst eine Stunde, steh hinter dir, gib dir so ein Header und warte erst mal. Dieses okay. Arschloch, hier, nimm mal das dieses. Nimm mal diese Heilamplitude. Oder willst du nicht haben? Na, dann nehme ich die. Heilamplitude. Du bist so gemein zu mir. Und das, hier das gelbe Fass zum Beispiel ist so ein Secret. Was ist damit? Das macht Boom? Ist das ja, Secret? Ich dachte eigentlich, du gehst da jetzt hin und ich schieß dich. Ja, nee, so habe ich das nicht, so habe ich mir das nicht vorgestellt. Töte den! Bäm. Ach, du bist tot. Todesschrei? Ja. Hattest du gerade Todesschrei? 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 Bei mir stand, dass du tot bist. Du hast dich irgendwie auf den Boden gekniet. Kritischer Hase! Ich bin Controller noch nicht richtig, ich bin tot. Wieso bist du tot? Ah, jetzt lebst du wieder. So, hier ist ja auch noch eine Kiste. So. Muss mal eben kurz die Empfindlichkeit hochstellen. Gibt's hier, was ist hier mit der Waffe? Oder wo kannst du irgendeine davon gebrauchen? Ich will die irgendwie haben, die Pistole. Ist nicht cool? Die wollte ich auch haben. Die sieht so voll geil, oder nicht? Ich weiß nicht, ich sehe die gerade nicht. Also was ist mit der Muni? Brauchst du die noch? Nehme ich einfach. Pistolen-Muni. Ja, ich nehme einfach. Ich nehme einfach alles. So. Oh, ey, cool, das ist Muni. Ach, Geld. Oh, Money auch mal rein. Ja. Klapp, hol mal rein hier, ey. Genau, da soll man schon lecken hier. Was cool ist, ich habe hier so ein Ziel da drauf, mein Pistole. So. Hab ich doch. Nee, das habe ich nicht. Aber ist mir auch egal. Deine macht ein bisschen mehr Schaden. Ich habe hier eigentlich schon eine Sniper, ne? Ganz am Anfang. Ist gerade. Das ist ja eine Sniper, die ich gerade irgendwie in der Hand habe. Ich dachte auch, die SMG wäre irgendwie. Was ist das? Was, wo? Ja, die ich in der Hand habe. Die SMG. Das ist eine Sniper? Ja. Steht das da so? Ja. Da gibt's so diesen Zielkreis da, diesen fetten da. Und ich hole einfach erstmal oben die naja. Kiste. Das ist halt irgendwie, aber Sniper-Visier ist aber keine Sniper, sehe ich gerade. Ne, es ist keine Sniper. Ja, das meinte ich halt. Achso, ja, okay, ja. Braucht jemand ein Medikit? Trotzdem ist so ungenau. Oh, jetzt habe ich dich, glaube ich. Danke, dass du dir geklaut hast. Ja, keine Sorge. Mach ich mal wieder gern. Aua. Du willst auch nur die XP haben. Nein, Quatsch. Als ob ich, so, als ob ich die haben möchte. So. Ja, hier gab's nichts Besonderes. So, hier gibt's noch so ein Heilding, falls du es haben willst. Ja, ich glaube, was ist denn? Keine Ahnung, Munikiste anscheinend. Und Money on my mind. Money on my mind. Money on my mind. Ausgezeichnet. Oh, jetzt hast du diese coolen Effekte nicht gesehen. Was war das rote Fass nochmal? Ich fühle mich. Oh! Ohne Witz! Das hätte ich aufnehmen müssen. Und du standest so cool und hinter dir diese Explosion. So. Und es ist einfach so episch aus wie in jedem Film, ne? Ja, Mann. Oh ja. Was haben wir hier noch ein Fass? Dann machen wir das noch. Ey, da oben ist ja auch noch eine Kiste. Ja, gehst du auf das Stein? Auf das Stein. Auf das Stein. Gehst auf das Stein. Ich mach das lieber so. Ach, scheiße. So geht das nicht anscheinend. Oh mehr, mein Schatz. Oh. So, Quest haben wir direkt angenommen. Ja. So, Quest vorlesen tun wir hier nicht. Ah, was ich von hier schon sehe, so ein kleines Secret, das könnte ich den Zuschauern, könntest du den Zuschauern vielleicht mal zeigen. Dann zeige ich dir eben, wie man da hochkommt. Achso, ja, Es gibt nämlich einen versteckten Claptrap.
Und das ist halt nicht der normale Crab-Tap. Man versucht halt hier auf das Haus sich ein bisschen hochzuspringen. Wenn man hier ist, sieht man halt da hinten einen Claptrap. Ist der nicht wunderschön? Oh ja. Und bei dir ist er grün, ne? Ja, warum ist er bei dir gelb? Ja, der müsste eigentlich grün sein, aber bei mir ist halt gelb. Das ist irgendwie ein bisschen verbuggt bei mir. Okay, so. Vielleicht sind seine Augen ja verbuggt. Kann auch sein. So, müssen wir nicht jetzt hier zu Z rein? Ja, ja doch, müssen wir ja. Doch aufmachen. Ja, kannst ja die Quest halt mal abgeben. Ja, wie, musst du die nicht auch abgeben? Nee, das, manche Sachen muss man halt nicht selber machen. Die kann andere machen einfach, oder was? Ja, ja. Ach so. Ja, wenn du das halt, die Quest war ja halt das Ding aufzumachen und wenn du das schon aufmachst, kann ich das ja schlecht nochmal aufmachen. Ich heiße Sepp. Operieren darf ich nicht mehr, seit ich meine Lizenz verloren habe. Also bei dir steht jetzt direkt Skax töten. 0 von 5. Ja. Ach so, okay. Kannst du alles kaufen, was ein Arzt dir auch verschreiben würde? Bloß ohne die alte Predigtmarke. Du, kommst du? Ja, ich komme. Fix-Tüten. Ich komme, ich bin unterwegs. Juhu. So, Banditos. So, wie können wir das aufmachen? Hast du da gerade schon wieder gegengeschossen oder so? Der kommt. So, von der Seite kommt hinten auch einer. Das weiß ich ja noch alles. So, gut. Das weiß ich alles, so. Oh nee, ich muss den klatschen. Ah, ich glaube dir einfach den Kill. Sieht aus, als würdest du deinen Toast schwer auf die Nerven gehen. Keine Sorge, ich mein, der kriegt, was er verdient. Der Clip-Trap, oh nee. Du bist der Richtige. Oh nee, Clip-Trap, der arme kleine Roboter braucht unsere Hilfe. Richtig. Würdest du ihm bitte helfen? Wer ist diese Stimme? So, Clap-Traps Rettung. So, warte mal, benutzen. Ach so, muss man ja erstmal diagnostizieren. Und da hinten das Reparaturkit holen. Reparaturkit. Jo. Ich komme, Claptrap. Warte mal, muss ich überhaupt bei dem abgeben? Ja, glaube wohl, die Quest. Ja. Ja. Das Schöne für mich ist, halt von der Story her, ich Stimme zu hören, ist etwas Schönes. Ich hoffe, dass wir das mit den Zuschauern auch noch erleben können. Was denn? Hä? Dass wir Borderlands 2 nochmal spielen. Ach so. Du musst deinen Part übernehmen auf der Reise, die vor dir liegt. Verdammt schön. Ja, müssen wir erstmal gucken, ne? Ja, dann müssen wir erstmal Borderlands fertig machen, ne? Würde ich sagen. Ja, dann müssen wir jetzt ein paar Skicks töten. Ja. Du Huren. Stirb doch! Oh. Kritischer Rase! Ganz vom Igel ist eine Nase. Oh ja. So, das haben wir geschafft. Jetzt können wir wieder zurück. Weil es ist halt, Borderlands ist halt, viele auch sagen, ein bisschen Nebenquests abfarmen. Das ist ab und zu halt so eine Sache, da läufst du dahin, um das zu machen, dahin. Weil es gibt halt so viele Nebenquests auch. Könnte an ein paar Stellen vielleicht ein bisschen langweilig werden, aber eigentlich. Vor allem, wenn man das schon mal gesehen hat und so, könnte es ein bisschen langweilig werden, aber eigentlich bockt es trotzdem noch. Müssen wir jetzt nicht hier irgendwo was kaufen? Energiekoppler. Ah, wir müssen erstmal außerhalb hinten, noch, ne? Hinten, außerhalb da diese Station wieder. Genau. Und nebenbei geht Claptrap einfach ab. Ja, und macht Buddy. Ich würde so viel gerne über Borderlands 2 erzählen auch noch dazu, ne? Aber. Spoiler Alarm. Ich warte auf diese Spannung einfach. So, müssen von dieser Station das Ding abnehmen. Na, und nebenbei die kleinen Viecher töten. So, irgendwie habe ich aber voll Bock mit meiner Pistole zu kämpfen, weißt du? Ja, da ich habe voll drauf. Mit der Pistole da so ein bisschen Action. So, dann gehen wir mal zurück. Reparieren das Ding. Bin ich echt so viel größer im Gegensatz zu dir? Also, ja, eigentlich schon, ne? Also, ich fühle mich ziemlich klein, also in deiner Gegenwart. Ich fühle mich ziemlich groß in deiner Gegenwart. Die Sache ist halt, ich spiele sonst immer Soldat und ich wollte halt mal ein bisschen Berserker machen. Muss es hier reinstecken, ne? Ja, stimmt, ja, genau. So. und dann ein Schild kaufen. Hä? Ich sehe gerade nicht, wo meine Maus. Ach, da, ja, da ist das Ding. So. Medikit? Ne, warte, die ist aber das Schild, muss ich aber kaufen, oder nicht? Ja.
Ein so ein Ding. Ja, ich hab jetzt einfach mal das Schild, das im Angebot des Tages war, gekauft. Achso. Was bringt das eigentlich, die anderen Schilder noch zu kaufen? Lohnt sich doch gar nicht, oder? Kann man die überhaupt noch kaufen? Kapazität liegt doch eh nur bei 50, oder nicht? Ja, aber dann, das ist halt dann schon mal 50, ne? So, Quest abgegeben. 8 Banditen töten. Wieso bist du schon Level up? Ach stimmt, was ich vergessen habe zu sagen. Jedes Mal, wenn du jemanden wiederbelebst, kriegst du 100 XP. Und deswegen bist du jetzt gerade ein bisschen Schritt voraus bei mir. Achso, ja, ich bin ja auch nur ein ganz kleines Krümel. Erst Level 3, ne? Also das ist Mini-Krümel. Ja, bei mir fehlen 2 Balken noch zu Level 3. Achso. So, Banditen. Müssen wir da hinten. Die müssen da vorne da, Leute. Oder? Ja. Da sind wieder irgendwelche Skanks. Boah, der kleine Skank da hinten spielt. Oh, du hast ihn vom Spielen. Nein, ich hindere den noch nicht am Spielen. Ich spiele mit ihm. Auf eine sanfte Art. Wollte ich einfach so. Ich wollte jetzt was Cooles zeigen. Boah, ich mag Pistol-Kills. Die sind einfach so geil. So bam, weißt du? Ja, die haben es einfach drauf. Ist so. Ich mach so ein bisschen Sniper-Action mit der Pistole. Ich mach Rambo. Ich hab ne Idee. Was? Ah! Lass die Scheiße. Das ist so ein Säurefass. So, kriegen wir eigentlich geteilte XP, wenn wir Gegner töten? Soweit ich weiß, eigentlich ja. Kriegst du auch XP? Hast du 32 XP bekommen? Ja. Gut. Ja, aber geben die nicht normalerweise auch 32? Also wird das ja gar nicht geteilt, oder nicht? Oder? Was meinst du denn? Also, dass die XP geteilt wird in 2? Hier ist eine Waffenkiste übrigens. Doch, eigentlich schon. Echt? Ja. Okay. Ja, guck, da ist eine SMG für dich. Ja, aber die ist doch scheiße. Meine ist doch besser, oder? Da steht eine Zielgenauigkeit geht halt hoch, ne? Hm. Weiß nicht, ne? Da unten hast du noch so Bonis immer, ne? Plus. Und das hat halt Nachladegeschwindigkeit plus. Ja, ich weiß ja nicht, was meine gerade für eine Boni hat. Warte. Muss ich ja mal gucken im Inventar. Ja, plus 33 Rückstoßverringerung. Ich weiß nicht, was besser ist. Da gibt's halt weniger Schaden, ne? Steht hier. Hä? Ja, dann bald lieber deine. Aber ist das komisch, finde? Obwohl, meine macht ja auch 8 Schaden, ne? Aber da steht ja Pfeil runter, anstatt dass er irgendwie gleich oder so Zeichen steht, ne? Eigentlich schon witzig. Hat vielleicht deine Waffe irgendwie Schadensboni? Nee. Eigentlich nur Rückstoßverringerung. Na, egal. Also, keine Ahnung, ob ich ihn nehmen soll. Ich nehme ihn einfach jetzt. So. Tschüss, meins. Aber ich würde deine behalten, weil deine irgendwie auch die, das Ziel hat. Ja. So, wir sind ja schon fertig, stimmt ja. Das waren schon alle Banditen. Eieieiei. Und es ist dunkel geworden. So, ich hab Angst im Dunkeln. Auf das ganze Spiel. Oh, ja. Ich bin auch gespannt. Boah, ich freue mich richtig, das mal wieder zu spielen. Ich freue mich auch, das gerade zu spielen. Also, ich persönlich habe das ja auch erst mit PC, mit Maus und Tastatur gespielt und ich kann echt sagen, also das ist nicht zu vergleichen mit dem Controller. Mein Controller ist einfach tausendfach angenehmer, da hat man schon viel mehr Lust zu spielen. Und ich muss sagen, ich bin mit Controller einfach viel besser als mit Maus und Tastatur. Ja. Jo. Oh, jetzt müssen wir TK Baha treffen. Oder wie früher ausgesprochen, TK Baha. TK Baha. Auf die Rabi sagt Bacha. Ja, auf Befehl würde das sagen Bacha. Meinst du? Ja, der wird bestimmt so Red draus machen. Das ist Bacha ist der Killer. Das ist ekelhaft. Nein, fabelhaft. Nein. Du hast nichts zu meinem coolen Reim gesagt. Ui. Dicke Bacha. Ein richtiger Killer. Ein Schritt und es ist dein letzter. Du hättest deinen Gesichtsausdruck sehen sollen. Ich wollte dir das Face wickeln. Über mich gelacht. Oh. Der hat nur ein Bein. Guck mal, er sagt, er schießt nur auf Skags. Warum nur auf Skags? Was mit den Banditen? Da muss er auch drauf schießen. Hm? Ja, die Banditen sind ja seine Freunde. Wie sind seine Freunde? Keine Ahnung. Sind sie doch gar nicht. Hier ist eine Rampe. Oh ne. Skags! Was ist denn hier? Was? Ah, stimmt. Die Skags haben halt von ihm den Vorrat hier geklaut und jetzt müssen wir die Skags töten.
Und den Vorrat aus dem Magen rausholen. Aus dem Magen? Liegen die nicht einfach hier rum?